Weiteres großes Thema neben der Bildung ist das Gründertum und die Start-up-Szene. Wer sich ein bisschen da auskennt und auch politisch mit denen debattiert, wird sehr schnell feststellen, dass wir in der Gründerszene, in der Start-up-Szene ja sehr, sehr positive Resonanz bekommen. Es gibt aber noch eine weitere Partei, die gut abschneidet. Die SPD ist es nicht, die CDU ist es nicht, die Linken sind es auch nicht, es sind die Grünen. Das merkt man auch, wenn man mit denen, spricht. In Schleswig-Holstein haben wir derzeit zwei grüne Minister. Das ist einmal Habeck, unser Umweltminister, der sich bei der Startup Night in Kiel an der Uni hingestellt hat und darüber fabuliert hat, es muss mehr gute Startups geben in Schleswig-Holstein. Gute Startups, das sind diejenigen, die auf ökologischen Wandel Wert legen, ein gesellschaftliches, weltoffenes Weltbild haben wollen und das Zusammensein also verbessern wollen. Das finde ich auch gut. Nur, wer von guten Startups spricht, der spricht auch von schlechten Startups. Im gleichen Atemzug sagte dieser stellvertretende Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, dass er keine schlechten Startups, aus denen später Google oder Facebook entsteht, die sich negativ auf die Gesellschaft auswirken. Und von dieser ideologischen Trennung, gut und böse, bei Unternehmensgründung, da möchte ich uns definitiv von freisprechen, solange das eine legale Gründung ist. Solange das eine legale Gründung ist, ist das vollkommen in Ordnung. Und wenn ihr Geld machen wollt, dann wollt ihr gerne Geld machen. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Also, ob ihr nun Unternehmen gründet für einen gemeinnützigen Zweck oder einfach, weil ihr davon leben wollt, was völlig legitim ist, macht das bitte draus. Lasst euch dann nicht von der Politik in der Nase herumführen. Unsere zweite grüne Ministerin, die nennt sich Monika Heinold, ist Finanzministerin und ist Spitzenkandidatin der Grünen in Schleswig-Holstein. Könnt ihr auch gleich schon wieder vergessen, was das angeht. Sie wurde vom Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft gefragt, wie sie dazu steht, dass Schleswig-Holstein beim Gründungsgeschehen bei dem Bundesländervergleich auf Platz 8 steht. Da hat sie gesagt, Platz 8 ist doch deutlich besser als Platz 16. Also sie ist Finanzministerin, hat ein bisschen was von Zahlentatsache verstanden. Das stimmt, das ist eine richtige Feststellung. Aber was ist das denn bitte schön für ein Anspruch? Als Landesregierung? Mittelmaß. Ist doch besser als das Schlechteste zu sein. Und das allein zeugt schon davon, wie grüne Regierungspolitik gemacht wird. Kaum sind sie in der Regierung drin, wird 4, 5 Jahre lang nichts gemacht. Und auch das ist ein guter Aspekt, warum man Freie Demokraten wählen sollte, um ein bisschen mehr Werf reinzubringen, ein bisschen mehr Anspruch, was positiv nach vorne zu verändern. Nicht nur Achter zu sein. Nein, wir wollen nach oben. Selbst als kleines Bundesland. Und das müssen wir nach Schleswig-Holstein mit reinbringen. In Schleswig-Holstein bilden wir extrem viele Talente aus. Allein schon in Kiel sind es 35.000 Studierende. Wir haben mal eine Umfrage dort gemacht, wie dort deren gefühlten Perspektive ist. Über die Hälfte hat angegeben, dass sie davon ausgeht, das Land zwischen den Meeren verlassen zu müssen, weil es hier keine Perspektive für sie gibt, vom Job her. Und das ist, ich sag mal, als Bundesland doppelt schade. Erst einmal, weil die klugen Köpfe uns davon gehen und wir die aber vorher bezahlt haben, deren Ausbildung, wohingegen dann Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen gut ausgebildete Köpfe aus Schleswig-Holstein bekommt. Und insofern sollen wir dafür sorgen, dass diese Leute gern in Schleswig-Holstein bleiben und dort zum Beispiel Unternehmen gründen. Denn ein Start-up oder Start-ups generell, die haben eine enorme Integrationsleistung. Start-ups beschäftigen deutlich mehr EU-Ausländer oder Menschen, die nicht aus der EU kommen, als die gestandene Wirtschaft. Und insofern bringen Startups auch etwas dafür, für die Menschen, die letzten 2 Jahre neu zu uns hinzugekommen sind. Und das darf man nicht unterschätzen. Und deswegen ist die Startup-Kultur so wichtig in unserem Land. Ganz konkret haben wir in unserem Landtagswahlprogramm auch als Julis bei der FDP reinbekommen. 3 große Themen gibt es, wovon man aber 2 nur gesetzlich wirklich regeln kann. Erst einmal, was die Bürokratie betrifft. Wir möchten auch ein bürokratiefreies erstes Jahr, damit nämlich gerade, wenn man frisch in der Idee ist, den Elan hat, von den Behörden gestoppt wird, sondern wenn am eigenen Engagement. Wir möchten leichteren Zugang zum Wagniskapital,
da gerade die Finanzierung das große Problem ist. Ein drittes Problem, das kriegen wir als Gesetzgeber nicht in den Griff. Und zwar unser Verständnis oder unsere Sichtweise gegenüber Unternehmern und Gründern. Ich denke mal, dass der ein oder andere hier sicherlich mal Tatort geguckt hat. Wahrscheinlich schon einige. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, wenn ein Unternehmer, ein Mittelständler da mitspielt, was für Rollen der hat? Zwei Rollen hat er im Regelfall. Erstens, er ist der Täter. Zweitens, er ist das Opfer, aber zu Recht. Und das zieht sich so durch. Das zieht sich so durch. Christian Lindner sagt es ja auch häufig, Neid oder Häme, was anderes gibt es nicht. Und das ist etwas, was wir im kulturellen Wandel brauchen. Wir selber auch. Also wir sollten selber auch im Bekanntenkreis darauf hinwirken, dass Unternehmer keine schlechten Menschen sind. So platt das auch klingt, das kriegt man aber auch hin und wieder mit. Und das ist etwas, was dazu führt, dass es in Deutschland eine gründungsfeindliche Kultur gibt. Jeder von uns hat es selbst in der Hand und das möchte ich euch auch mitgeben, dass auch im bekannten Freundeskreis wir positiv über Gründungsgeschehen sprechen, was das angeht. Applaus